Der Derwisch Yunus, ein großer Gelehrter, bevor er ein Derwisch wurde, war er ein armer Mensch, der im Dorf gelebt hat. Und in der Zeit war in seinem Dorf eine Dürrezeit und die hatten kaum was zum Essen und zum Trinken. Und die Dorfbewohner haben gesagt, dass in der Nähe bei denen ein großer Heiliger ist namens Hajj Bektash Veli. Und die meinten, ja, er verteilt sehr viel Weizen und von dem Weizen können wir uns ja Brot herstellen und Futter für unsere Tiere machen. Also lass uns zu ihm hingehen und nach ein bisschen Weizen fragen, damit wir vielleicht über die Winterzeit kommen. Und so haben sie beschlossen, dass sie den Derwisch Yunus, also damals den Yunus, hinschicken. Und so wie besprochen ist der Yunus zu ihm hingegangen und wurde auch sehr großzügig und herzhaft von Hajj Bektash Veli begrüßt und sehr gut empfangen und hat ihm gefragt, oh Yunus, was schickt dich denn hierher? Was möchtest du von uns? Er meinte, ja, oh großer Scheich, du bist ein großer Gelehrter und du bist ein barmherziger Mensch und wir haben gehört, dass du an die Dorfbewohner, an die Armen auch sehr viel Essen und Weizen verteilst und unser Dorf hat kaum noch was zum Essen und wir wollten dich bitten, ob du uns auch vielleicht ein bisschen Weizen geben kannst. Und daraufhin, Hajj Bektash Veli meinte, ist kein Problem, aber eine Frage an dich, möchtest du lieber Weizen haben oder möchtest du lieber Segen haben? Der Yunus, Segen? Was ist Segen? Was soll ich mit Segen? Segen kann ich nicht essen. Also, er meinte, oh großer Scheich, was soll ich mit Segen? Mit Segen werden die Leute nicht satt, die warten auf Essen. Bitte sei großzügig und gib uns Weizen, damit wir essen können. Er meinte, bist du sicher, dass du nicht unseren Segen haben möchtest? Er meinte, ja, ich bin sicher, wir möchten lieber was zum Essen, gib uns Weizen. Er meinte, nimm so viel Weizen, wie du möchtest, wie du tragen kannst. Daraufhin haben sie ihm viel Weizen gegeben, womit er sein Dorf auch satt machen könnte. Und er hat diese Weizensäcke genommen mit sehr vielen Pferdekutschen und auf dem Weg zu seinem Dorf die ganze Zeit überlegt er, was sollte ich lieber nehmen, Weizen oder Segen? Was könnte ich mit Segen machen? Mit Segen könnte ich viel Dua machen, mit Segen könnte ich so viel Dua machen und Allah würde meine Dua akzeptieren, dass vielleicht unser Boden mehr fruchtbar ist und dass wir vielleicht dadurch auch mehr Essen bekommen könnten. Weizen ist nach irgendeiner Zeit ja alle. Das würden wir aufessen und dann wären wir wieder hungrig. Oh Yunus, was hast du gemacht? Du hast einen Fehler begangen. Hättest du lieber Segen genommen? Segen hätte für uns gereicht. Also, geh lieber zurück und verlange nach Segen und gib ihm den Weizen zurück. Und daraufhin ist er wieder zurückgegangen auf dem Weg und hat zu Hajj Bektash Veli gesagt, oh großer Scheich, bitte nimm den Weizen und gib uns deinen Segen. Wir brauchen deinen Segen. Der Segen ist für uns viel wichtiger. Und Hajj Bektash Veli meinte, mein Sohn, du hattest die Möglichkeit, aber du wolltest nur Weizen haben. Nimm den Weizen und sei zufrieden. Er meinte, nein, Scheich, bitte gib mir die Chance nochmal, dass ich deinen Segen kriege. Wir haben deinen Segen weitergegeben an Tabtuk Emre und du musst dorthin gehen, um unter deinen Segen zu gehen. Nimm deinen Weizen und geh zu deinem Dorf oder geh zu Tabtuk Emre, verlange nach deinem Segen. Daraufhin hat er natürlich diesen Weizen in sein Dorf geschickt und ist auf dem Weg zu Tabtuk Emre gegangen. Was hören wir hier raus von dieser Geschichte? Heutzutage, die Menschen, die sind immer hinter diesem Weltlichen her. Was wollen sie? Sie wollen für sich immer, dass die essen, trinken, immer dieses Weltliche haben und gut wollen sie. Und für ihre Familie auch vielleicht, für ihre Bekannten auch. Es ist verständlich. Aber was ist mit dem Segen? Viele vergessen diesen Segen. Viele vergessen, dass sie eigentlich durch den Segen viel mehr bekommen könnten als diese weltlichen Dinge. Was ist der Segen heutzutage? Wie viele Leute kennen wir, die wirklich segenhaft sind? Wie viele Leute kennen wir, die uns Segen geben könnten? Viele Leute gucken ihre Brieftasche und schauen, ich verdiene im Monat 2.000, 3.000 Euro. Davon geht, was weiß ich, 1.000 Euro Miete weg, 500 Euro für Lebensmittel und so weiter und so fort. Am Ende bleibt nichts übrig. Ja, am Ende bleibt, was du siehst, nichts übrig, das stimmt.
Aber wenn du segenreiche Menschen um dich herum hättest und wenn du selber auch segenreiche Taten machen würdest, wenn du wie unser Prophet sallallahu alaihi wasallam auch für die Umma dienen würdest, dann würdest du auch bedient werden. Viele heutzutage, die dienen für sich selber nur. Die dienen nicht für die Umma selber. Was ist die Umma? Was ist die Bevölkerung? Was tust du Gutes für einen Menschen? Allah Jalla Jalaluhu gibt jedem Menschen einmal im Leben, mindestens einmal im Leben, die Chance, den richtigen Weg zu finden. Ist egal, ob er gläubig ist oder ungläubig ist. Ist egal, ob er an Allah glaubt oder nicht glaubt. Ist egal, ob welche Religion er ist. Er, der Herr, Allah Jalla Jalaluhu, gibt einmal im Leben mindestens die Chance, jedem Menschen den Weg zu ihm selbst zu finden. Nimmst du diesen Weg wahr, dann findest du ihn. Nimmst du diesen Weg nicht wahr, findest du ihn vielleicht auch, aber sehr mühselig. Hätte Yunus vielleicht von Anfang an den Segen genommen, hätte er in dem Augenblick schon den Herrn gefunden. Aber was hat er gemacht? Er hat in dem Augenblick erstmal die Welt genommen, die weltlichen Dinge. Und dann müsste er 40 Jahre hinter seinem Segen herrennen. Und deswegen wir auch. Manchmal haben wir die Chance, vielleicht den Herrn zu finden. Aber was denken wir? Was passiert mit meiner Familie? Was passiert mit meiner Frau? Was passiert mit meinem Mann? Was passiert mit meinen Kindern? Immer diese weltlichen Dinge. Was passiert mit meinem Haus? Was passiert mit meiner Wohnung? Verliere ich meine Arbeit? Verliere ich das? Ja, wenn du das denkst, dann bist du auch in dem Augenblick, du willst nur den Weizen. Du willst nicht den Segen von dem Herrn haben. Läufst du hinter diesem Segen her, dann wirst du sehen, Allah macht dir die ganzen Wege frei. Allah sagt im Koran, wer für mich geht, wer für mich Dinge macht, wer für Allah, also für den Herrn, seinen Weg geht und weltliche Dinge ausschaltet, nur für die Umma, für die Menschen da ist, den werde ich die weltlichen Probleme beseitigen für ihn. Aber wer nicht für mich da ist auf dieser Welt, der nur für die weltlichen Dinge hinterherrennt, den werde ich weltliche Probleme noch mehr auf seinen Weg stellen. Was lernen wir? Was will Allah uns sagen? Also, laufe nicht hinter der Welt her. Den wirst du niemals kriegen. Wenn du hinter der Welt herrennst, dann rennst du umsonst, dann bist du erschöpft. Eines Tages, unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, der hat die Sahabes gesammelt auf einer freien Fläche und meinte, oh meine Lieben, meine Ashabs, eine Bitte, da ist die Sonne, dreht euch und guckt mal euren Schatten an. Die Sahabes haben sich gedreht und haben ihren Schatten gesehen. Und dann meinte er, meine Sahabes, mein Ashab, jetzt versucht mal jeder, den Schatten zu fangen. Was haben die gemacht? Gehört und getan. Jeder wusste, dass sie den Schatten nicht kriegen. Aber trotzdem, was haben die gemacht? Die sind hinter dem Schatten hergerannt. Die sind hinter diesem Schatten hergerannt und haben es nicht geschafft. Die wussten, dass sie ihren Schatten nicht bekommen. Und irgendwann meinte Rasulallah, unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, stopp, jetzt lauft zu mir. Mal sehen, ob ihr mich kriegt. Was haben die Sahabes gemacht? Die sind gelaufen und dann, als sie unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam erreicht haben, dann haben sie ihn umarmt. Und was hat unser Prophet gesagt? Seht ihr, der Schatten repräsentiert euer Ego. Euer Schatten repräsentiert die Welt. Ihr könnt so viel rennen, wie ihr wollt hinter dieser Welt. Ihr werdet sie niemals bekommen. Aber als ihr euch umgedreht habt und die Welt hinter euch getan habt, wo die Welt für euch unwichtig war, ihr seid von der Welt weggerannt, abgehauen. Wohin? Richtung Sonne, Richtung ein Stern. Ihr seid zu mir gekommen. Was habt ihr gemacht? Ihr habt mich dann bekommen. Ihr habt mich umarmen können. Ihr habt durch mich den Herrn, Allah, erreicht. Ihr könnt nur über mich den Herrn erreichen. Also, was lernen wir daraus? Wir sollten auch versuchen, jemanden zu finden wie die Sonne. Wir sollten auch jemanden finden, wie unser Prophet sallallahu alaihi wasallam und ihn fest umarmen, so fest umarmen, dass wir nur durch seine Liebe und durch seinen Segen die Welt sozusagen hinter uns bringen und nur für Allah da sind. Natürlich sollten wir auch für die Welt da sein, aber wir sollten nicht nur für die Welt da sein, auch
für die Umma und für Allah sollten wir auch unsere Wege gehen. Wir sollten versuchen, alles in ein Gleichgewicht zu bringen. Wenn wir irgendwas aus dem Gleichgewicht verlieren, aus dem Gleichgewicht bringen, was machen wir dann? Dann werden wir vielleicht nur weltlich sein, dann werden wir depressiv sein. Deswegen, die Depressionen heutzutage, alles passiert nur, weil wir Stress haben, weil wir Stress nur für weltliche Dinge haben. Sei es Schule, Studium, Arbeit, Familie, alles weltliche Dinge. Tu etwas für deinen Segen und sei segenreich.